Willkommen zurück zu Banjo-Tooie! Auch hier erstmals in neuer Quali, also genießt es! Einige von euch haben sich beschwert, sie wollen den grünen Scheißdrachen nicht mehr sehen. Ich bin auch kein Fan von ihm, deswegen verwandeln wir Kisui jetzt wieder zurück zu einem... ja, Vogel. Right? Sehr schön. Es wurde auch schon diskutiert, was für eine Vogelart ist Kisui eigentlich? Eine Möwe, nicht direkt, ist irgendwas mit Briegel, keine Ahnung, was weiß ich. Irgend so eine komische, nicht vorhandene Mischung. Wie dem auch sei, wir haben den guten alten Kisui wieder. Die gute alte. Ich betone ihn oder sie, immer männlich. Eigentlich ist Kisui weiblich, aber ist mir noch egal, ist doch halt. Ich mach doch so, wie ich will. Halt so eine Angewohnheit aus Kindertagen. Es steht die achte Welt bevor, Freunde. Es ist die letzte reguläre Welt. Ich habe sie ein bisschen lieblos in Erinnerung. Aber schauen wir mal. Yay, das ist so schön designt. Wolkenwonneland. Schauen wir uns also in Ruhe um, weil es könnte auch hier ein bisschen unübersichtlich werden. Ist auf etwas körperliche Ertüchtigung, Fellkugel. Nein, danke. Doch, Banjo. Gut, ich heiße Herr Fit und der Name ist Programm. Ich bin super fit, aber ich überlasse dir meine Fitness-Goldmedaille, wenn du mich in 3 Disziplinen besiegst. Das ist nett. Das ist es wirklich. Die erste Disziplin ist, wie du siehst, Hochsprung. Ich denke mal hier meine Bestleistung. Du musst nur höher springen. Kein Problem. Warte mal. Schauen wir mal. Kein Problem. Aber das müssen wir erst später machen, weil im Moment geht das noch nicht. Die Besonderheit hier sind diese blöden Blumen, die einen immer irgendwo hin bashen. Dong. Und überall Wackelpudding. Ah, hier war was Tolles los. Das ist wie bei Jolly Roger hier. Alles Roger. Wer ist Roger? Hey. Ich habe einen merkwürdigen Samen gefunden. Ist er essbar? Banjo hat jetzt langsam gesprochen, weil ich Z gedrückt habe. Oh, wir haben Sprungschuhe. Ja, wenn das nicht die Lösung aller Probleme ist, dann weiß ich auch nicht. Hoffentlich halten sie so lange. Oh nein, wir verlassen die Welt. Oh nee. Mit Sprungschuhen. Och, Kühner, sowas muss doch nicht sein. Kann man es nicht mal überspringen, wenigstens? Das blöde Ödland. Macht einen richtig Depri. Komm, weiter zurück. Ja, Leute, sorry. Oh Mann. Meine Dummheit. Entschuldigt mich. Ach ja. Also die Lösung liegt auf der Hand. Wir müssen uns die Sprungschuhe schnappen. Und na gut, dass er das durchgehen lässt, ist halt so eine Sache. Jetzt geht's wenigstens ein bisschen schneller mit der Animation da. Dann mache ich erstmal die anderen Felder auf. Federn. Hier ist eigentlich nichts Besonderes, nur halt die Sprungschuhe sind davon. Und Samen, diese komischen Dinger. Wo musste man die einpflanzen? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Hey, cool, eine leere Honigwabe. Interessant. Und wieder so ein Samen. Auf jeden Fall hat man sie gebraucht und deswegen freue ich mich. Wow. So, schön ausweichen. So, Mr. Fit. Wer ist denn fitter? Wie hast du das gemacht? Aber egal. Auf zur nächsten Disziplin, wenn du mich findest. Wie geil, ein Trainingsanzug mit einem fetten Rare-Logo drauf. Sehr nett. Aha, Sackhüpfen. Ja. Du bist nicht der Nabel der Welt, lieber Mr. Fit. Deswegen gucken wir uns erstmal weiter um da. Es gibt viel zu entdecken, Leute. Es gibt viel zu sehen. Was haben wir denn erstmal hier? Das hier ist definitiv Wackelpudding.
Hier kommen wir gar nicht durch. Was ist denn da unten drin? Sieht aus wie ein Schalter. Ah. Ah, irgendwo war ein Eingang für die Bombeneier. Ach, hier geht's noch weiter runter. Dann liegt es ja auf der Hand. Ja, es gibt so, sehr unübersichtlich. Die ganzen Klippen und Vorhänge, aber das wird diesmal nicht so lange dauern wie zuletzt. Da können wir scheinbar hin, aber... Oh, nur noch ein Bombenei. Das muss sitzen, Leute. Das geht noch nicht mal, Leute. Wir wissen noch gar nicht, was damit zu tun hat, man. Das ist der Safe. Super Stash. Den werden wir hoffentlich bald besuchen, damit ihr mal wisst, was es mit dem auf sich hat. Wir brauchen unbedingt Zeitbombeneier. Was mache ich mit euch Pflanzen? Wie konnte man euch zerstören? Damit? Nein. Damit. Damit habe ich gesagt. Oder doch hiermit. Nur einfrieren. So, hallo? Du. Hey, junger Mann, ich bin George Eisblock. Es hat mich an diesen grässlich hochgelegenen Ort verschlagen. Wie ist das passiert? Georg? Was sagt George? Ich war spazieren auf der Eisseite der Steinhagelgipfel mit meiner Frau Martha. Da hat mich ein fürchterlicher Schneesturm weggefegt. Bleib doch hier oben! Schöne Aussicht. Ich habe Höhenangst. Also ich glaube, ich bin genau über der Eisseite. Gib mir einfach einen Schubs. Was für ein Schubs? Und tschüss, Mann! Was bewirkt er denn gerade nochmal? Bin ich ja gespannt. Nein! Die falsche Seite! Sag Martha, dass ich sie... Ja. Ach ja, das ist die Lösung. Dieses Wasser auf der Vulkanseite war ja viel zu heiß. Jetzt nicht mehr. Schön abgekühlt. Wir müssen unbedingt Eier finden. Eier, wir brauchen Eier. Es gibt keinen Weg zurück. Okay, müssen wir hier rein. Muss ich euch die Höhle von hier aus erstmal zeigen? Ja, diese Welt besteht eigentlich nur... Ey, Noten. Aus einer Höhle und... ja. Dem, was drumherum ist, ne? So groß ist er eigentlich nicht, aber man kann sich trotzdem darin verlaufen. Hey, ein Schild unter Wasser? Jamjas, rede Tacheles. Derjenige, der die Treusin repariert, macht nichts auch mit Mäusen. Na toll, weiß ich doch. Nefnet. So, hoho. Das wird ein Vergnügen, hey. Das wird, glaube ich, das Letzte, was wir machen in dieser Welt. Blöde Kanarienkala. Dass wir die nochmal sehen müssen, verschwinde. Was soll das überhaupt, Papatrappen da? Scheiß Gegner. Hier muss man sich auch erstmal orientieren. Was ein scheiß Level. Oh Mann. Obwohl, ich hatte es ein bisschen sympathisch in Erinnerung, aber guck doch mal, ich kann mich gar nicht irgendwie in die Mitte. Geh doch mal in die Mitte. Muss ein Teleporter geben oder so ein Scheiß. Da haben wir den Safe. Nerv nicht. Der macht mich fertig. Wir gehen jetzt erstmal zum Safe. Was er will. Seid gegrüßt, Fleischlinge. Wow, ein sprechender Safe. Korrekt. Ich bin ein Safe genial mit 4 Ziffern, unendlichen Kombinationen und gepanzerter Kernkammer. Aber 4 Ziffern sind nur bei 10.000 Kombinationen möglich. Hey, wer braucht solche Service? Hier oben gibt es schon genug. Dann lass uns mal reinsehen. Das ist nur ein kleines Problem. Ich weiß meine Konvention nicht mehr. Vielleicht hätte man mehr in deine Intelligenz investieren sollen. Ich weiß. Verzeiht, Fleischlinge. Aber wenn ihr die Kombination findet, lasse ich euch gerne rein. Das ist das Gründungsdatum von Rare. Ich glaube 1983? Aber wir müssen auf jeden Fall trotzdem die Schalter finden. Es bringt nichts, den Code dennoch zu wissen.
Scheiß Gegner. Komm, jetzt geht mal irgendwie, dass ich mich ein bisschen orientieren kann. Jau. Jau. Komm, gib mir Energie. Give me energy. Meine Herren. So, Sprungschuhe, wofür? Werden wir noch sehen. Die anderen Schuhe, wofür? Werden wir noch sehen. So, das ist jetzt erstmal die zentrale Ausgangslage. Das ist schön. Hier haben wir Trennplatten, hier haben wir einen Teleporter. Wo wollen wir denn jetzt als erstes hin? Wir haben einen grünen Ausgang, wir haben einen blauen Ausgang. Da sind wir hergekommen, ja. Wir haben einen roten Ausgang. Wir können da hoch. Boah. Viele Möglichkeiten. Wir gehen erstmal mit Banjo alleine zu dem Move. Das weiß ich noch, dass wir da hin können. Und meinen kleinen, eleganten Cheat-Glitch können wir auch da hin. Hallo. Noten wollen wir nicht vergessen. Und hier ist ein Hinweis. Pflanzen, Samen und Bohnen, Martin bei Maxen auf dem Bohnenstängel. Achso, ja, so war das. Dafür waren die gedacht. Tote hier Gefahr, springst du hinauf? Hinein in den Rucksack. Dann ist jetzt auf. Halt fett gedrückt und dann drücke C oben. Da bist du sicher, nichts tut dir weh. Das ist dann alles. Weggetreten. Ach man, schon wieder nette Move. Nur ein einziges Mal bislang. In der vierten Welt. C oben. Jau. Hüpfsack. War das nicht der letzte Move? Okay, zurück zu Kazooie. Hier sind... ist es ein Ei oder soll es der Samen darstellen? Das ist doch ein Ei, oder? Aber es sieht aus wie der komische Samen. Da bin ich jetzt aber gespannt. Wenn es ein Ei ist, dann können wir es ausbrüten. Aber das habe ich jetzt gar nicht mehr in Erinnerung. Ich bin gespannt. Nein! Das war Skill. So, nerv nicht. Oh, du auch nicht. Das Ei. Endlich sind wir da. So. Es geht. Also es ist ein Ei. Unfassbar. Oh. Wow, ich glaube, das ist ein seltenes Pendulavium. Ich hab's nicht gelesen. Keine Ahnung. Gibt's aber öfter hier. Juhu? Komm, wir gehen mal da hinten hin. Ah, da ist ein Globo drinne. I remember. The time of my life. Nein. Wow. Hast du schon in dieses Becken geguckt? Nein. Also manche Hinweisschilder sind echt für die Katz. Kein Wunder, dass ich die damals nicht gelesen habe. Betrachten wir uns das mal aus der Nähe. Komm her. Blödes Vieh. So. Es ist so. Jetzt nehmen wir mal die Profi-Plopp-Schuhe, komm. Ey, die regen mich so auf. Da ging's lang. Auf geht's. Nicht von euch beeindrucken lassen. Wo hat's denn angefangen? Hier. Hey, das ist ein Nee, da war irgendwas anderes. Oh, lass mich das noch schaffen. Danke. Hier sind Noten. Ich bin gespannt, wo komme ich raus? An irgendeiner schwulen Stelle. Wo schon wieder so ein Ei ist. Wo diese ganzen Pflanzen hinführen, weiß ich ja auch nicht. Komm, lass dich fallen. Auf. Hier ist eine Liane, Mann. Ich sehe nichts. So. Nett. Ah, ja. Mambo Jumbo. Zu dir gehen wir bald. Im nächsten Part gehen wir zu dir. Ich will jetzt noch das Ding ausbrüten da. Hey, cool, Noten. Wie komme ich denn jetzt wieder zu den Trennplatten? Man hat keinerlei Hinweise hier.
Okay, einfach immer in mittig steil bergauf. Ich sehe auch, dass die Zeit verrinnt wie bekloppt. Und würde daher vorschlagen, weiter geht's im nächsten Part. Bis dann und ciao.